So, hallo und herzlich willkommen zur ersten Sendung meiner Top 100, die bei Platz 70 losgeht. Warum, habe ich im Einführungsvideo erklärt. Guckt da mal rein, dann erfahrt ihr noch so ein paar Hintergründe über diese Serie und wie die entstanden ist, was so der Hintergrund ist, warum jetzt und all das. Jetzt fangen wir einfach direkt mal an, und zwar in alphabetischer Reihenfolge werde ich die Spiele vorstellen, von Platz 61 bis Platz 70, und dementsprechend ist das erste, ich hoffe, ich habe mich bei der Sortierung nicht vertan, ist BAM. BAM ist ein assoziatives Wortspiel, so ähnlich wie, man könnte hier auch Äpfel zu Äpfel nehmen, oder es gibt das Big Bang Theory Partyspiel oder diverse andere Partyspiele, wo einfach ein Begriff hingelegt wird, und haben alle Spieler Karten auf ihrer Hand, wo sie den einen passenden dazu aussuchen müssen, dann werden die gemischt, aufgedeckt, und dann muss eben der Spieler, der gerade dran ist, entscheiden, was er am passendsten, witzigsten, ironischen, wie auch immer findet. Haben wir immer super viel gelacht. Normalerweise spielt man dieses Spiel, bis ein Spieler fünf Karten gesammelt hat, weil er halt fünfmal die wirklich für den Spieler passende Karte dahingelegt hat. Meistens haben wir es dann so gemacht, dass wir gespielt haben, bis einer sieben hatte, neun, zehn oder wir keine Lust mehr hatten. Ich habe mittlerweile die Erweiterung zu, da haben wir so einen richtig großen Kartenstapel, und meistens haben, also wir haben es dann auch teilweise so lange gespielt, dass wir einfach alle Karten komplett durch hatten, und ist in meinen, sag ich mal, Partyrunden bisher immer gut angekommen. Die Begriffe da drin sind zwar teilweise unter der Gürtellinie politisch sehr inkorrekt, aber das macht das Spiel eigentlich umso lustiger. Wenn ihr so mit solchen, ja, ne, Begriffen unter der Gürtellinie Probleme habt, dann guckt euch eben sowas wie Äpfel zu Äpfeln an oder das Big Bang Theory Partyspiel. Das ist im Prinzip das gleiche Spielsystem, nur mit etwas familienfreundlicheren Begriffen. So, dann das aktuellste Spiel, weil es erst ganz frisch rausgekommen ist, Escape Room, das Spiel von Noris, finde ich richtig gut, weil es versetzt einen wirklich in so ein Escape Room, nur eben zu Hause. Ich war noch nie im Escape Room, ein Kumpel von mir meint, das fühlt sich genauso an. Man bekommt halt eben so verschiedene Szenarien, wo man reingesetzt wird, und dann bekommt man irgendwelche Spielmaterialien und muss eben überhaupt erstmal rausfinden, was mache ich mit diesen Materialien? Wo sind da die Infos? Was muss ich irgendwie kombinieren? Was will das Szenario von mir, was muss ich herausfinden, wie muss ich vorangehen, wie löse ich den Code? Es gibt da so eine Codiermaschine, wo man dann den entsprechenden Schlüssel reinstecken muss in der richtigen Reihenfolge. Und da erstmal hinzukommen, diese Rätsel zu lösen, so diese Bilder von irgendwelchen Räumen zu analysieren, zu gucken, was kommt wohin, wie chiffrieren wir welchen Code oder dechiffrieren wir welchen Code, das hat schon extrem viel Spaß gemacht. Wir haben bisher nur die ersten beiden Missionen davon gespielt, es gibt noch zwei, es sollen noch viele Erweiterungspacks kommen. Und ich glaube, dieses Escape Room Spiel wird auch so ein bisschen für die meisten Escape Room Spiele stehen, die jetzt noch so rauskommen. Exit ist offiziell jetzt vor zwei Tagen oder vor drei Tagen erschienen, und auch ein Escape Room Spiel von Cosmos und Inka und Markus Brandt. Das konnte ich noch nicht spielen, weil es ist irgendwie noch nicht im Laden. Da wird jetzt die Auslieferung so nach und nach stattfinden. Und ich denke, von diesen Escape Room Spielen wird es jetzt im Laufe der Zeit immer mehr geben. Das ist ja allgemein so ein Trend, so Eventspiele, die man zwar nur einmal spielen kann, aber dabei dann eben wirklich eine richtig gute Zeit hat. Da sollte man sich im Normalfall auch mit allen Leuten einfach das teilen, die mitspielen. Gibt halt jeder irgendwie einen Fünfer oder ein Zehner, und dann hat man halt wirklich ein paar tolle Spieleabende, wo man Erlebnisse hat, wo man auch gerne dran zurückdenkt. Und Escape Room, das Spiel, wenn ihr die Idee von Escape Rooms mögt und ihr kein Problem damit habt, dass ihr quasi so pro Person, pro Partie im Schnitt so 2-3 Euro ausgeben müsst, damit ihr halt einmalig einen guten Abend habt, also ich meine, es gibt andere Abendbeschäftigungen, wo man deutlich mehr Geld ausgibt, dann solltet ihr euch Escape Room, The Game auf jeden Fall mal angucken. So, dann Galaxy Trucker, das ist mittlerweile auch schon 8 Jahre alt. Ein Spiel, das von der Schadenfreude lebt, wo man eben sich so ein Raumschiff zusammenbaut und aus so Plättchen, und da baut man halt um die Wette, und man will ganz viele Laser rein haben, ganz viele Antriebe, ganz viele Besatzungsräume, ganz viele Frachträume, Schilde, Energie, alles mögliche. Man hat nur begrenzt Platz, die tollen Teile wollen auch die anderen Spieler haben. Das Spiel gliedert sich so in zwei Phasen. In der einen Phase baut man halt dieses Schiff zusammen, die man so ein Plättchen aufdeckt und die auf seinen Schiffsplan legt, und da kann man auch schon mal gucken, was so für Events wahrscheinlich bei der Reise auftreten werden, und irgendwann, wenn irgendwer sein Schiff fertig gebaut hat, dreht er die Sande um, dann haben alle nur noch so viel Zeit, wie die Sande durchläuft, und dann muss man eben mit dem, was man hat, losfliegen, und dann können einem Meteoriten begegnen, einem können Piraten begegnen, die man abschießen muss. Bei Meteoriten muss man Schilde oder auch Laser haben. Wenn man irgendwie einen Planeten plündern will, braucht man vielleicht ganz viele Antriebe, damit man nicht so weit nach hinten fällt und im freien Weltraum wieder aufholen kann, und dann gibt es noch am Ende Platz für das schönste Schiff und wer jetzt erst am Ziel ist, und eigentlich wollen wir eben nur die meisten Credits haben. Wenn unser Schiff muss immer so nach einem bestimmten Muster zusammengebaut werden. Da gibt es immer so Anschlüsse, die müssen zueinander passen. Und manchmal kann es auch sein, dass ein Asteroid unglücklich unser Schiff trifft und dann die Hälfte vom Schiff auseinanderfällt. Da lebt auch so ein bisschen die Schadenfreude mit. Und das Spiel ist von Vlada Schwartil, einem meiner Mitlieblingsautoren, weil der immer wieder kreative neue Ideen hat. Und das, wie gesagt, ist 8 Jahre alt. Ich spiele es immer noch wieder gerne. Es gibt 3 Erweiterungen dazu. Ich glaube, ich habe die auch alle. Bevorzugt spiele ich meistens das Basisspiel, weil es dann doch eben so ein Spiel ist, das spielt man vielleicht einmal im halben Jahr oder im Vierteljahr und dann auch nicht immer mit der gleichen Gruppe, und dann
ist es schon schön, dann das normale Spiel zu spielen. Ich glaube, so die erste Erweiterung kann man noch mit reinnehmen. Wenn es dann zu viel wird, ist es auch too much. Aber ich spiele ja immer wieder gerne eine Partie. Muss man jetzt auch nochmal die anderen Raumschiffe holen, damit man da so ein bisschen Abwechslung hat. Die kann man noch so einzeln nachkaufen. Und das ist einfach nach wie vor ein echt tolles Spiel. Fühlt sich auch nach 8 Jahren nicht altern. Und ich spiele es, wie gesagt, immer wieder gern. Habe noch Missionen hier rumliegen. Die sollte ich vielleicht auch mal ausprobieren. Und wie gesagt, wenn ihr gerne mal Spiele mögt, die so ein bisschen anders sind, dann guckt euch Galaxy Trucker auf jeden Fall mal an. Dann Imperial 2030, ein Spiel, das einfach von der grundsätzlichen Idee her ganz cool ist. Ihr spielt nämlich Konzerne, die ihr Geld in Staaten investieren, Anteile an den Staaten kaufen und dann eben die Herrschaft quasi über so einen Staat übernehmt. Und man hat halt am Anfang so ein oder zwei Länder zugeteilt, die man militärisch aufrüstet, die so ein bisschen expandieren, die Steuern eintreiben. Aber ihr solltet nicht zu sehr an einem einzelnen Staat hängen, weil es kann ja immer sein, dass irgendjemand anders mehr Geld in diesen Staat investiert, die höheren Anteile hat und dann übernimmt er die Kontrolle über diesen Staat. Und es hat so ein Rondellsystem, so mag Gerz und funktioniert richtig gut, macht richtig Spaß. Also man braucht so idealerweise 4 Spieler, 4, 5 dafür, damit es eben wirklich richtig gut funktioniert. Aber allein so diese Karikatur der Zukunft, die gar nicht so unwahrscheinlich ist, dass man eben einfach einen Staat investiert, den er kaufen kann, der ein Geschicke lenken kann, sobald irgendwer anders die Mehrheit übernimmt, dann führt der halt den Staat. Das ist so von der Idee her, finde ich sehr gut. Es gibt auch eine Imperial-Version, die spielt so ein bisschen, weiß ich nicht, ich glaube vor dem Ersten Weltkrieg so zeitmäßig. Da kann man dann eben auch in den Staaten in Europa quasi einfach investieren. Ich glaube, es war Europa. Ich habe die nie gespielt, ich habe eine neue Version gespielt. Aber die neue Version ist einfach schick, die ist toll, das Thema ist gut und das hat mittlerweile auch schon, ich weiß gar nicht, was rauskommt, 7, 8 Jahre auf dem Buckel. Ich spiele es leider auch viel zu selten, aber ich glaube, das ist so ein Spiel, wenn ich mal wirklich eine 4-5 Spielerrunde da habe, die so ein bisschen strategisch drauf ist, sollte man das einfach mal raus, und weil es ist auch eigentlich nicht so schwer zu erklären. Man muss nur jede Aktion im Rondell einmal erklären und verstehen, das ist oftmals nicht viel. Und dann kann man das Spiel schon losspielen und daraus ergeben sich eben ganz viele Möglichkeiten. Aber das ist eben, wie gesagt, allein vom Thema her gut und dann noch ein tolles Strategiespiel dahinter. Also das sollte man sich auf jeden Fall angucken und ich sollte es auf jeden Fall auch häufiger spielen. So, dann Imperial Settlers, so ein Engine-Building-Spiel, wo ich eben so ein Volk spiele. Jedes Volk spielt sich komplett anders, hat so einen eigenen Satz Karten. Es gibt so ein paar allgemeine Karten, ich kann immer Gebäude bauen. Die Gebäude ermöglichen mir irgendwelche Aktionen, irgendwelche Ressourcen, irgendwelche Boni, die ich immer dazu bekomme. Und das ist ein Spiel, am Anfang kann man immer in so einem Zug nicht wirklich viel machen, und wenn man das so mit 9 Leuten spielt, dann machen die im ersten Zug vielleicht 5 Sachen und ein erfahrener Spieler macht schon 10, weil er weiß, wie die Karteneffekte sich kombinieren, welche Karte man zerstören muss, um dafür welche Ressourcen zu bekommen, wie man das alles so triggert, und es macht ihm Spaß, da so seine Maschine am Laufen zu bekommen, wie man dann ganz viele Ressourcen bekommt, ganz viele Karten aufspielen kann, ganz viele Punkte machen kann, und man lernt eben so sein Volk kennen, das man hat. Spielt da Partie und Partie und Partie und irgendwann ist man dann durch mit dem Volk und dann probiert man Neues aus und fängt quasi wieder ganz von vorne an, muss erstmal lernen, welche Karten sind in dem Deck, was gibt es da für Synergieeffekte, wie kann ich da mal Punkte machen. Das ist also schon wirklich gut. 51st State ist im Prinzip das gleiche Spiel. Imperial Settlers ist ein bisschen das Redesign davon. Und das ist jetzt nicht ein ganz neuer Eintrag, sondern einfach nur die Alternative dazu. Das könnte noch ein Ticken besser sein, weil da gibt es nicht ganz so viele Punkte. Das heißt, jeder Punkt ist ein bisschen mehr wert. Sieht am Anfang ein bisschen holpriger aus. Ein Kumpel von mir hat das schon relativ oft gespielt. Und der meint, das ist richtig gut, gefällt ihm noch besser als Imperial Settlers. Ich habe 51st State leider nicht. Gibt es, glaube ich, bisher auch nur auf Englisch. Aber wenn ihr mit Englisch an sich kein Problem habt und sowas wie Imperial Settlers schon mögt oder Imperial Settlers kennt und toll findet, und mehr in der Richtung haben wollt, dann guckt euch vielleicht auch mal 51st State an. So, damit Quicks, das erste Spiel aus der Kategorie Stumpf und Gut, aber wird es noch ein paar in dieser Liste geben. So einfache, nette, kleine Spiele, die ich einfach toll finde, weil die wirklich regelmäßig rauskommen. Quicks ist so ein Würfelspiel, wo ich eben würfel und dann muss ich verschiedene Würfel miteinander kombinieren, habe so verschiedene Reihen, muss dann mal Kreuze reinmachen. Je mehr Kreuze ich in eine Reihe gemacht habe, umso mehr Punkte bekomme ich dafür. Wenn ich halt in der gelben Reihe, die halt so von 2 bis 12 geht, bei der 5 ein Kreuz gemacht habe und ich habe danach irgendwie eine gelbe 4, darf ich da kein Kreuz mehr machen, weil ich habe mich da schon entschieden für was anderes. Und so muss ich mir immer wieder überlegen, welche Würfel kombiniere ich, wo fange ich an, lasse ich vielleicht mein Ergebnis verfallen. Man kann auch immer im Zug des Mitspielers eine Aktion, also ein Würfelergebnis nutzen, und das passt dann hoffentlich gut zu dem, was man hat. Und wir haben das vor 2 Jahren, als wir nach Stadeck zur Heidelberger Messe gefahren sind, ich glaube auf der Hin- und Rückfahrt, das waren jeweils so 4-5 Stunden, rauf und runter gespielt. Da war es auch noch gerade zum Spiel des Jahres nominiert. Ich war mir bei diesem Spiel unfassbar sicher, dass ich es total stumpf finden würde und nicht mögen würde. Und ich habe mich selten so geirrt, weil es macht einfach Spaß. Man kann das mit Nichtspielern spielen, man kann das mit Spielern spielen, man darf das, wie gesagt, halt nicht ernst nehmen, muss einfach versuchen, gerade wenn man so Zeit überbrückt, man kann das mit ins Schwimmbad nehmen, man kann das eben im Flugzeug spielen, im Zug, man kann das überall spielen, und es ist eben nett. Mittlerweile gibt es auch so eine Version, wo man den Block, also den
Spielplan quasi einfach abwischen kann, weil sonst, da hat man wirklich einen Block schnell durch. Also es gibt oft Ersatzblöcke für Spiele. Ich habe den bisher noch nie bei irgendeinem Spiel wirklich gebraucht, bei Quicks schon, weil da haben wir wirklich auf der einen Zuverlein, glaube ich, einen halben Block durchgehabt. Und ja, für mich, wenn ihr halt so was Kurzes, Einfaches, auch wenig Spielerfreundliches sucht, dann guckt euch auf jeden Fall Quicks an. So, dann Ricochet Robots, das ist so ein Spiel, das hat nach oben hin kein Limit von der Spielerzahl, eigentlich nur so viele, wie Spieler um den Tisch passen und drauf gucken können. So ein Logikspiel, wo ihr eben so einen Spielplan habt und verschiedene Figuren darauf platziert und dann immer verschiedene Zielfelder habt und ihr müsst dann immer, es wird immer eine Markierung quasi aufgedeckt und ihr müsst dann immer gucken, wie ihr das farblich passende, die farblich passende Figur in dieses Zielfeld bringt und könnt dazu halt immer Schritte gehen, so geradeaus, bis ihr von hinten stößt und müsst dann eben versuchen, auf diesem Spielfeld euch so einen Kopf, einen Plan vorzustellen, wie ihr auch vielleicht die anderen Figuren bewegt, dass sie sich irgendwo im Weg stellen, die Bewegung blocken, sodass man irgendwo abbiegen kann, wo man normalerweise nicht abgebogen wäre. Und das Spiel läuft meistens so ab, dass alle um diesen Tisch herum sitzen, denken, 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 grübeln und überlegen und gucken und rechnen und nochmal, sagt einer 17, hat halt 17 Züge, wie er jetzt halt den Grünen zu diesem grünen Stern bringen kann. Und dann haben halt alle anderen nochmal so 30 Sekunden Zeit, das zu unterbieten. Und manchmal passiert es, dass irgendjemand sagt dann 4. Und dann denken sie sich, ja, das habe ich ihn da nicht gesehen, sehen es einfach nicht. Und dann macht er seine vier Aktionen und denkt sich, ah, den dahin und die, dann klappt das. Und ja, also normalerweise sind solche extremen Denken und Grübel, deswegen spiele ich ja auch nicht so zwingend mein Ding. Und das ist auch eigentlich ein komplett abstraktes Spiel, wo ich ja auch meistens sage, nee. Aber das hat es mir irgendwie angetan, weil ich bin da auch gar nicht so schlecht drin. Und es gibt durch diese vier Spielpläne, die man beidseitig zusammenstellen kann, wo man auch eben die Figuren immer wieder zufällig einfach irgendwo hinstellt, so unfassbar viele Möglichkeiten, dass da auch, ich habe noch niemanden erlebt, der da wirklich richtig, also ein Kumpel von mir, der hat mal wirklich haushoch gewonnen, weil der immer schnell die richtige Lösung gesehen hat und der ist sonst eigentlich auch nicht so als der Obermathematiker und Analytiker bekannt gewesen. Aber das ist auch so ein Spiel, spiele ich leider auch viel zu selten, aber hole ich immer wieder gerne raus, gerade wenn jemand da ist, wo ich noch so was Kleines, nettes, einfaches Spiel, wo es schnell erklärt ist und aber trotzdem interessant zu spielen ist, dann ist Ricochet Robots auf jeden Fall auch ein Spiel, das man sich angucken sollte. So, Ruhm für Rom, sagt man auch in diesem Spiel so. Ein Spiel von Karl Schuddig heißt er, glaube ich, weiß nicht, wie man ausspricht. Der hat auch noch ein Spiel gemacht, das wesentlich weiter oben in dieser Liste auftauchen wird. Und das ist ein ganz cooles Spiel, wo man auch so seine Karten, also man baut halt Gebäude in Rom auf und immer wenn man ein Gebäude fertig gebaut hat, dann bekommt man irgendwelche neuen Sonderfunktionen und um diese Gebäude zu bauen, muss man erstmal einen entsprechenden Baugrund haben und Ressourcen dann dafür aufwenden, was eben alles die Karten sind. Die Karten sind die Gebäude, die Karten sind die Ressourcen. Man kann verschiedene Aktionen machen, wie eben an Gebäuden bauen oder sich neue Karten nehmen, um Aktionen irgendwie mehrfach ausführen zu können oder irgendwie Ressourcen zu bekommen. Und dafür kann man eben diese Karten, das sind so Multi-Use-Karten, und da muss man sich eben immer wirklich überlegen, möchte ich diese Karte jetzt als Gebäude haben, möchte ich oder kann ich die opfern, um damit quasi ein anderes Gebäude fertig zu bauen. Und je länger das Spiel läuft, umso mehr Gebäude hat man freigeschaltet, umso mehr Sonderfunktionen, umso mehr kann man eben auch machen und dann kriegt man immer krassere Kombos und Kombinationen hin. Und ja, ist auch schon mittlerweile, ich weiß nicht, 7, 8, 9 Jahre alt, also auch schon eher ein Klassiker. Aber hole ich auch immer noch wieder gerne raus, spiele ich immer jederzeit wieder gerne. Leider auch viel zu selten, gefühlt momentan so zweimal im Jahr, aber es ist einfach bei der Masse an Spielen. Ja, da ist es schon schwierig, alles, was man wirklich gerne spielt, was für einige Spiele in dieser Liste gilt, regelmäßig auf den Tisch zu bringen. Aber wenn ich den immer noch in meiner Sammlung habe, also ich habe kein Problem damit, mich von Spielen zu trennen, wo ich denke, die sind okay, die sind nett, aber ich habe eigentlich Besseres in der Sammlung. Wenn es Spiele gibt, die ich halt trotzdem nicht oft spiele, die aber da bleiben, ist es immer ein gutes Zeichen. Und viele von diesen Spielen, wie zum Beispiel Imperial 2030 oder Ruhm für Rom, gehören da auf jeden Fall zu. So, dann Space Alert, ein Echtzeitspiel, bei dem wir in die Rolle einer Raumschiff-Crew schlüpfen und wir müssen eben gemeinsam dieses Raumschiff bedienen. Einer muss meinetwegen hoch auf die Brücke gehen und da einen Laser abfeuern, irgendwer anders muss dann die Schilde aktivieren, irgendwer anders muss dafür sorgen, dass wir wieder Energie haben. Währenddessen kommt irgendwie eine andere Bedrohung im anderen Sektor, wo wir uns drum kümmern müssen. Und das Ganze ist, da läuft halt so eine CD währenddessen und wir müssen dann in den 10 Minuten unsere Züge planen, verdeckt die Karten ablegen, dürfen danach auch nicht mehr ändern und uns genau absprechen, wer wann wo wie hingeht und sollten es auch so planen, dass nicht versuchen, zwei Leute gleichzeitig mit dem Fahrstuhl herumzufahren, weil da ist nur Platz für einen und der Captain geht zuerst und danach halt in den Uhrzeigersinn. Wenn das irgendwie nicht klappt, dann verzögern sich alle Aktionen von irgendwelchen anderen Leuten, was dann dazu führen kann, dass irgendwie ja, die Leute keine Energie mehr haben, wenn sie oben gerade auf den Laser drücken und dann feuert der nicht und eine Runde später ist die Energie da, dann wird der Laser aber nicht mehr abgefeuert und dann geht alles fürchterlich nach hinten los. Das ist so ein Spiel, das ist extrem gut, also es macht richtig, richtig Spaß, hat so natürlich auch diesen Stressfaktor, dass man so 10 Minuten dieses alles ab
also plant quasi und danach nochmal so 10 bis 15 Minuten dann wirklich abhandelt und guckt, was ist jetzt wirklich passiert mit unserer Programmierung, die wir da haben. Aber es hat schon relativ viele Regeln. Die Anleitung ist super lustig geschrieben, die kann man sich einfach mal so zum Spaß durchlesen. Aber wenn man es eben mit neuen Gruppen spielt, muss man immer erstmal wieder die Einführungsmissionen spielen, die Regeln nach und nach erklären. Da sollte man eben auch schon wirklich eine feste Gruppe für haben oder zumindest eine Gruppe, wo es alle Leute kennen, damit man es regelmäßig auf den Tisch bringt. Dementsprechend auch das ein Spiel, das nicht ganz so oft gespielt wird, das ich aber auch behalten möchte, weil es halt einfach wirklich ein tolles Spiel ist. Apropos tolles Spiel, wie natürlich alle in dieser Liste. Wizard ist ja auch mittlerweile ein 20 Jahre alter Klassiker, ein Stichspiel. Früher haben wir immer boshaft Frauenskat gesagt, weil es eben ein relativ einfaches Stichspiel ist. Man bekommt halt in der ersten Runde eine Karte auf die Hand, in der zweiten Runde zwei, dann drei, dann vier, dann fünf, dann sechs und so weiter. Je nachdem, welcher Spielerzahl man spielt, hat man halt dementsprechend viele Karten, wie die Rundenzahl gerade ist. Und man muss dann immer in jeder Runde voraussagen, wie viele Stiche man wahrscheinlich machen wird. Es gibt halt vier verschiedene Farben. Eine Farbe ist immer Trumpf. Es gibt Zauberer, die immer alle stechen, außer einen anderen Zauberer. Es gibt Narren, die, wo man den Stich immer gar nicht bekommt. Und dann muss man sich halt seine Karten angucken und überlegen, was man wo bekommt. Und das macht extrem viel Spaß. Das ist ein Spiel, das ich häufiger mit Kollegen spiele, auch gerade wenn wir irgendwie mit dem Zug irgendwo hinfahren, auf irgendeine Sitzung, wo wir gerade wieder herkommen, dann eigentlich immer irgendjemand Wizard dabei und immer wird es gespielt und immer ist das auch so ein Spiel, das den Ehrgeiz packt, weil am Anfang ist es natürlich total random, da weiß man nicht, ob es aufgeht oder nicht, aber je länger das Spiel dauert, umso mehr Karten man auf die Hand bekommt, umso mehr Möglichkeiten hat man, umso schwieriger ist es auch einzuschätzen, wie viele Stiche man jetzt wirklich bekommen wird. Meistens klappt das immer irgendwie. Es gibt noch die Variante, dass das nicht aufgehen darf am Ende, dass also wenn wir irgendwie in Runde 5 sind, der erste sagt 2, der andere sagt auch 2 und ich weiß, ich würde einen Stich bekommen, darf ich nicht 1 sagen, weil dann wären wir wieder bei 5, also muss ich 0 oder 2 sagen und das führt auch dazu, dass das Spiel noch so ein bisschen dynamischer verläuft. Da gibt es aber diverse Varianten und Wizard, viele sagen auch immer, oh, Wizard total altbacken, aber wenn man spielt, ist immer alle wieder voll dabei, alle voll drin und gerade in den letzten Runden, wenn es auch so punktemäßig relativ eng ist, dann ist doch bei vielen Leuten immer wieder der Ehrgeiz geweckt und ja, also wie gesagt, auch das ein Spiel, da ist jetzt gerade die 20-Jahres-Jubiläums-Edition rausgekommen mit nochmal so ein paar Sonderkarten, wo sich so ein paar Sachen von Sky King abgeguckt haben, ne? Sky King hat sich eigentlich das komplette Spielkonzept bei Wizard abgeguckt und ich glaube im Süden spielt man noch eher Rage als Wizard, was aber das gleiche Spiel sein soll. Ich habe die Rage-Version noch nie gespielt, aber wie gesagt, auch das ist ein Klassiker. Es gibt ja von Amigo jedes Jahr so 5, 6, 7, 8, 9 neue Kartenspiele und manche davon spielt man halt so eine Saison, weil es für 96 halt ein netter Spaß und danach verschwinden die auch in der Versenkung, weil die sind einfach nicht dauerhaft so super geil. Aber so Spiele wie eben zum Beispiel Wizard, das sind wirklich Klassiker, die sich durchgesetzt haben, die immer bei allen Generationen beliebt sind. Und ja, wie gesagt, also wenn ihr Wizard noch gar nicht kennt, guckt euch das auf jeden Fall mal an, weil das ist wirklich auch gerade für Fahrten, für Zugfahrten das optimale, perfekte Spiel, weil es eben auch dann so schon mal ein, zwei Stunden dauern kann und damit kriegt man eben wirklich gut Zeit totgeschlagen. So, und dann das letzte Spiel ist auch ein Spiel, das ihr überall spielen könnt, Zombiewürfel. Das könnt ihr in der Warteschlange im Supermarkt spielen, prinzipiell wird man wahrscheinlich eher nicht machen, im Freibad, auch im Schwimmbad, zu Hause, vor dem Spielabend, nach dem Spielabend, während dem Spielabend, ist so ein Push-Your-Luck-Spiel, wo man eben, es gibt so 13 Würfel im Becher, davon zieht man mal blind drei raus, muss die entwürfeln, da sind Shotguns drauf, da sind Hirne drauf, da sind Füße drauf. Wir sind eben Zombies und wollen halt ganz viele Hirne fressen, da sind wir cool. Wer zuerst 13 Hirne gewürfelt hat, der hat gewonnen. Wenn die Leute weglaufen, müssen wir hinterherlaufen, nochmal würfeln. Wenn wir einen Shotgun würfeln, bleibt die liegen. Bei drei Shotguns haben wir die Runde verloren und verlieren alle Hirne, die wir in der Runde gewürfelt haben. Das heißt, man muss sich nach jedem Wurf entscheiden, mache ich weiter, höre ich auf. Sobald man Würfel rausgezogen hat, muss man weitermachen. Und wenn ich halt jetzt in einer Runde meinetwegen 5 Hirne und 2 Shotguns gewürfelt habe, sage ich stopp, ich höre auf, schreibt mir dann die 5 Hirne auf und nächste Runde, egal was ich mache, wenn ich also sterbe und 3 Shotguns habe, falle ich immer auf die 5 wieder zurück. Wenn ich dann irgendwie wieder 4 Hirne schaffe und sage, stopp, ich höre auf, habe ich halt 9 und fange damit beim nächsten Mal an. Und das setzt eben dann die anderen Mitspieler auch ein bisschen unter Druck, weil wenn einer schon irgendwie 10 Hirne hat und der andere noch 2, dann muss der weitermachen. Dann macht er weiter, macht er weiter, macht er weiter und fordert sein Glück immer weiter hinaus. Und das geht dann vielleicht gut oder auch nicht. Wenn es nicht gut geht, dann denkt er, ja, ich habe eh verloren. Da würfelt der Nächste vielleicht und würfelt sofort 3 Shotguns und hätte sich der vorher gesagt, hätte ich mal irgendwie 8 Hirnen aufgehört, dann hätte ich jetzt noch eine realistische Chance ranzukommen. Und gerade solche Zockerspiele, die mag ich auch extrem gern, da werden noch so ein, zwei von der Liste vorkommen. Und ja, das war jetzt einmal Platz 70 bis Platz 61 in alphabetischer Reihenfolge. Und wie gesagt, diese Trennung ist wirklich fast schon willkürlich anzusehen. Also wenn ihr euch jetzt in das nächste Video anguckt, mit Platz 60 bis 51, auch viele von diesen Spielen hätten da drin sein können. Das sind, wie gesagt, alles richtig gute Spiele, die ich alle wirklich richtig, richtig gerne raushole, die ich jedem nur sehr ans Herz legen kann, die in meinen Spielrunden immer wieder regelmäßig rauskommen. Viele davon werdet ihr auch in meinen Gezockt-Videos regelmäßig sehen. Ja,
Aber wie gesagt, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß, habt ein bisschen Inspiration bekommen, habt jetzt den ersten Überblick über so die ersten meiner absoluten Top-Spiele, meiner Herzenslieblingsspiele. Und wir machen dann einfach ja, demnächst im nächsten Video weiter und gucken dann mal, was noch so in der Liste ist. Ihr könnt schon mal mutmaßen. Also ein Kumpel von mir hat eine Liste gemacht mit meinen Top-Spielen, wo er dachte, das wird wahrscheinlich drin sein. Er lag, glaube ich, zu ungefähr 80% richtig. Und ja, also ich freue mich, euch in der nächsten Sendung wiederzusehen. Hoffe, ihr hattet einigermaßen Spaß. Lasst mir, wie gesagt, gerne einen Kommentar da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Gebt dem Video einen Daumen nach oben. Guckt mal in meiner Patreon-Kampagne vorbei. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Spielt auf jeden Fall ganz viele und ganz tolle Spiele. Spielt am besten alles, was ihr schon lange nochmal spielen wolltet, jetzt demnächst, weil bald kommt eben die Messe. Und dann gibt es ja wieder ganz, ganz viele Neuheiten, die ich euch natürlich auch alle zeigen werde. Hoffe, dass wir uns dann wiedersehen und sage bis bald und tschüss.